Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von meiner Aufnahmesession bei Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch. Ja, wir schauen mal, was hier schon wieder drankommt. Wie es aussieht, F-Zero. Spiegelverkehrt allerdings. Noch mehr Japaner. Oh mein Gott, ey. Ja gut, hier sind sie mittlerweile alle in der Schule oder arbeiten hier in Deutschland um 8:45. Hat ja nicht jeder Spätdienst wie ich. Cool, hier war ich auch noch nie. Der Boxenstopp war nicht so gut. Fünfter. Boah. Also, die ganzen Japaner sind echt heftig. Also, wenn man hauptsächlich wirklich nur mit Japanern spielt, das ist hart. Immerhin, wir haben 7040 Punkte. Es geht stark auf die 8000 zu. Nee. Aber es wird auf jeden Fall wieder dauern, bis wir wieder unter 7000 kommen. Das ist doch schon mal gut. Ich glaube, der Franzose ist bestimmt weggegangen gerade. Wobei, ich glaube, der Farbige da ist, ein Franzose. Schon wieder Babybacken. Okay, für euch jetzt nicht schon wieder. Es war ja vorgestern oder vorvorgestern, ich weiß nicht. Ja, der Franzose ist weg. Na super. Ich allein gegen Japaner. Ja, toll. So, diesmal geht der Babypark andersrum. Thank you.
Nein! Ja, ich allein gegen Japaner, Baby Park. Gewonnen, Erster. Geil. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Oh yeah. Wahnsinn, das hätte ich niemals gedacht. Dass ich mich da durchsetze gegen einen Haufen Japaner, die ja sowieso so verrückt im Sinne, also positiv im Sinne, verrückt gut sind in solchen Spielen hier. Hurra! Mal gucken, was jetzt wieder dran kommt. Ey, diese Big Blue, die kommt so oft. Also so gesehen zur Auswahl. Und dann wird die auch ständig ausgewählt. Oh, die Welt ist so langweilig. Okay, okay. Regenbogen Boulevard. Jetzt sind sogar noch mehr Leute dazugekommen, aber auch alles nur Japaner. Geil. Hilfe! Ich werde von Japanern verfolgt. Warum ist der Penner schneller als ich? Mann! Fünfter. Na, besser als da hinten, wo ich eben gerade war, die ganze Zeit. Immerhin auch Pluspunkte, das ist doch schon mal gut. Das sieht irgendwie komisch aus, wenn nur ich da bin als Deutscher. Beziehungsweise Europäer oder ein anderes Land einfach. Sind wieder einige gegangen, glaube ich. Hey, meine Welt! Aber 150, okay. Hoshi Piste und trotzdem als Japaner. Aber Sugo 6 ist neu, glaube ich. Nick. Leider Schildkröten hier auf den Motorrädern.
Okay. Hat auch noch funktioniert. Darf da wohl nicht wahr sein. Da erwischt mich doch tatsächlich diese Pflanze noch. Kam der eine denn jetzt schon wieder her? Ich raff das nicht. Auch den einen Graffiti, der mit dem Feuerball getroffen, interessiert ihn nicht. Oh. Okay. Eine Runde geht noch. In diese Japaner-Truppe. Oh, Koopa Großstadtfieber. Kumo-Weide. Hey, ein Amerikaner ist online. Mal jemand anderes außer Japaner. Jetzt fühle ich mich wenigstens nicht mehr ganz allein als Außenseiter. Guck mal, der hat sich getreten, hat Münzen verloren, aber als wär, ist trotzdem weitergefahren, als wäre nie was gewesen. Ich verstehe das nicht.
Sag mal, was ist denn hier los? Alles voll von Leuten. Du meine Güte. Ah, wir kriegen hier immerhin noch Pluspunkte. Alles klar, das war Mario Kart 8 Deluxe für heute für euch. Auf der Nintendo Switch mit mir von Nerd Gamblers als Hobby. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Wiedereinschalten und ich hoffe, ihr gebt mir auch noch einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder beim nächsten Teil. Und zwar hier. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.